Servus Leute und mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute am Start mit gleich zwei Unboxings und zwar vom Garnelenhaus. Viel Spaß! So, und zwar gleich vorab mal die Erklärung, warum zwei Unboxings. Gibt gute, sehr gute Nachrichten, so möchte ich es mal formulieren. Und zwar bin ich schon länger am Hin- und Herschreiben mit Carsten. Und zwar ging es mir darum, hatte ich ja euch auch in dem einen Vlog schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen gerade so futtertesttechnisch eher so spezifisch in die Richtung Wirbellose gehen möchte. Aber halt auch mit, sagen wir mal, Premium-Produkten, die Hand und Fuß haben, also ordentliche Sachen. Ich habe über die Jahre schon einiges getestet, einige Marken, habe mich dafür entschlossen, hauptsächlich die Produkte von Glasgarten vorzustellen, werde aber natürlich auch weiterhin noch andere Sachen wie zum Beispiel Natureholic, Tima, CFS und so weiter vorstellen, definitiv. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie gesponsert oder gebunden oder irgendwas, keine Sorge. Ich bin nur, ja, auch schon, sagen wir es mal, mit Carsten recht lange bekannt. Also ich glaube, wir kennen uns schon seit 10, 11 Jahren ungefähr, so aus der Aquaristik-Foren-Szene. War schon immer begeistert von dem, was die Jungs gemacht haben, also sowohl Frank als auch Carsten. Und ja, wollte euch halt auch mal die Möglichkeit geben, da ein bisschen was über Produkte spezifisch nochmal zu erfahren. Natürlich werden die Videos nicht das Ganze irgendwie überlagern, das werden jetzt eher so in Vlogs mal mit eingebunden sein oder vielleicht auch ein spezifisches Video, was ich auch schon geplant habe, was ich ja gewünscht wurde. Thema zum Beispiel Genchem Polytase. Da gibt es ja auch mittlerweile ein paar Konkurrenzprodukte zu. Also da werde ich hier und da auch mal wieder die Produkte von Glasgarten mit einbinden. Carsten hat auch ganz ehrlich gesagt, brauchst du unsere Produkte nicht bis zum Himmel zu loben. Kritik gerne her. Wenn es scheiße ist, dann sag's so. Das finde ich gut. Ja. Also wir haben jetzt praktisch einmal ein Paket mit den ersten Sachen zum Testen, hauptsächlich futterspezifisch. Zukünftig werden nochmal so Thema Wasserzusätze mit anschneiden. Natürlich werde ich auch immer so ein bisschen die Relation nennen zu Konkurrenzprodukten, was es auch noch gibt, was vielleicht hier und da besser ist oder auch schlechter. Werde mich da auch mal durchtesten. Ich habe schon vieles getestet, aber es gibt weitaus mehr Produkte, die jährlich auf den Markt kommen, als man testen könnte. Und das zweite Paket ist eine ganz normale Bestellung, weil ich nämlich vorhabe, das gibt auch noch ein extra Video, ein Rescape, Rebuild, wie ihr es nennen wollt, Thematik, was mache ich, wenn zum Beispiel mein Säulbecken irgendwann mal durchlaufen ist nach ein paar Jahren, dass der Säul nicht mehr wirklich gut wirkt, wie mache ich das mit Besatz, wie baue ich das um, ohne dass mir die Tiere wegsterben, da kommt auch noch ein extra Video zu. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem größeren Paket an. Das ist sowas hier. Und zwar, Lieferschein, viel Luftpolsterfolie. Da haben wir schon das erste und zwar mal wieder Shirakura Red Bisant. Also ich würde sagen, so tendenziell tue ich mich mittlerweile ganz schön auf das Zeug einschießen. Halt hauptsächlich auch aus dem Grund, ich will keinen angedüngten Säul. Das hat jetzt nicht gerade so positive Ergebnisse gegeben in Bezug auf reine Zuchtbecken. Bei Pflanzbecken macht das definitiv Sinn. Aber bei Becken, wo vielleicht mal wie bei mir 5-6 Pflanzen mit drin sind, fördert es eher die Algen als wirklich die Pflanzen. Dann haben wir Volcano Mineral von JBL. Also den benutze ich auch mittlerweile zum zigsten Mal. Das ist dieser Vulkangranulatboden für die unteren Zonen. Ist gerade eine schöne Sache für Bodenfilter, was ich ja hauptsächlich betreibe. Natürlich kann man auch hergehen, zum Beispiel für unter das Soil Siborax setzen, Biofilterkugeln, Geschmackssache. Also ich habe auch schon jetzt verschiedenes durchprobiert. Manche gehen auch her mit Zeolit. Warum nicht? Finde ich, hängt ein bisschen so auch mit der Thematik Wasserwerte zusammen.
bei mir hat sich jetzt Granulat durchgesetzt. Vielleicht zukünftig, wenn die Zuchthalle steht, werde ich dann auch irgendwie auf Siporax oder sowas umsteigen. Mal schauen. Dann haben wir eine Box in der Box. Und zwar haben wir da drin erstmal noch mehr Verpackungsmaterial. Womit fangen wir an? Das nicht, damit. Ja, ich habe mir nochmal dieses Anschlussset da gegönnt für ein Aquael, die Kamera möchte. Hat sehr gut funktioniert bei dem anderen Becken, da hatte ich ja wirklich das Problem bei starkem Durchlauf, dass das Säul zu doll aufgewirbelt wird. Das Problem ist jetzt beseitigt, deswegen werde ich das jetzt auch in einem anderen Becken nochmal testen. In einem Sandbecken, wo, also Triopsbecken, Projektbecken, wie man es nennen will, weil die Durchströmung muss definitiv stärker werden, kriegt auch auf Kammhaut oben, Sauerstoffzirkulation findet nicht so gut statt, deswegen will ich ein bisschen mehr Durchsatz haben, funktioniert aber so mit der normalen Breitstrahldüse nicht so wirklich gut, weil der Sand unten komplett aufgewirbelt wird, deswegen der Diffusor bzw. Lochrohr sollte besser laufen. Dann haben wir, soll jetzt auch fürs Rescap sein, ich wollte immer ausprobieren, Monosolenium tenereum, das ist ein Verwandter vom Lebermoos, die Kamera wieder, wenn man möchte, ja. Ist ein mittelschnell wachsendes Moos mit recht niedrigen Ansprüchen, also das sollte auch ohne CO2 gedeihen, hatte ich bisher noch nicht gehabt. Hat einen Vorteil gegenüber dem Lebermoos, dass es unter Wasser bleibt und nicht probiert aufzutreiben. Das werde ich auch aufbinden auf die auf meine Schwimmpaddelhöhle, die von Maesters. Und mal gucken, wie sich das dann so verhält, weil gerade auch bei dem Zeug ist Thematik, dass es unten drunter faulen kann, wenn es auf zu großen, zu nahen Flächen ist. Dann haben wir, weil es mal wieder leer ist, man sieht es halbwegs in der Stretchfolie, Oxidatorlösung, die 6%ige benutze ich immer, ist mal wieder leer. Die letzte Flasche hat jetzt knapp ein bisschen weniger als ein Jahr gehalten für jetzt 4-5 Becken, wo es betrieben wird. Also vertretbar, würde ich mal behaupten. Dann einmal der hier von Denale Scaper Screen Dünger, da habe ich schon den NPK-Dünger früher mal getestet. Jetzt Gruß an Andrei, wenn ich den Namen richtig hoffentlich ausspreche. Wir hatten mal in den Kommentaren drüber geschrieben. Da hast du mir den mal empfohlen, den mal zu testen, da auch der Eisenteil stabilisiert ist. Das werde ich mal testen. Ich glaube jetzt nicht zwingend bei dem Becken, aber ich würde es gerne mal beim ADA-Becken testen, weil ich das Gefühl habe, auch da haben die Bucephalantras ein bisschen Mangelerscheinungen. Der normale Special Flow Grow bringt aber nicht wirklich was in dem Fall, leider. Und deswegen hatte ich mir den mal organisiert und werde den mal testen. Das ist jetzt eine 250ml Flasche. Ja. Dann auch Abonnentenwunsch gewesen. Thema, weil wir es gerade davon hatten, Genshin Polytase, also allgemein zu diesen Immunsystemförderern, Nachwuchsunterstützern, werde ich ein extra Video machen. Da gibt es ja auch von Glasgarten das Bacta RE, was so ein bisschen in die Richtung geht, beziehungsweise Beta-Glucan plus Immunoglobin. Das kommt dann alles so ein bisschen in ein Video, auch Thematik. Zucht, erfolgreiche Zucht, also das habe ich mir jetzt auch mal bestellt für euch, dass wir da ein bisschen gucken können. Ich habe das Zeug früher schon mal benutzt, mittlerweile ehrlich gesagt gar nicht mal mehr so. Gehe ich dann aber spezifisch in dem Video drauf ein, warum. Also Gottes Willen, nichts Schlimmes. Dann haben wir einen kleinen Briefumschlag, und zwar die neue Ausgabe von Aquaristik, also die Caridina habe ich abonniert. Aquaristik hole ich mir eigentlich nur, wenn das Thema gerade ein bisschen interessanter ist. Da hat es mich interessiert, weil es auch mal wieder ums Thema Malawi, Seebuntbarsche und ähnliches ging. Das ist ja so ein bisschen Gebiet, was mich interessiert, was ich mich jetzt aber so im Praktischen noch nicht so mit beschäftigt habe.
Ja, das ist das. Dann sind wir auch schon mit dem ersten Paket durch. Dann können wir ans zweite gehen. Das ist das, was mir Carsten geschickt hat für den Futtertest. So, als allererstes haben wir oben einmal die Infobroschüre drin für die Glasdatenprodukte. So, und dann haben wir eine riesengroße Ladung. Ich habe ihm schon geschrieben, dass es wirklich übertrieben hat. Ja, ich zeige jetzt jedes Produkt mal so ganz kurz, dass man mal einen Überblick hat, was es so gibt. Also einmal gibt es ja die pure Futterlinie, die Hauptfutterlinie, und dann gibt es zusätzlich noch die Snacks, die man ab und zu so an 2-3 Tagen maximal der Woche zureichen kann. Dann praktisch diese Shrimp Snacks. Da gibt es verschiedene Sorten. Das ist jetzt Artemia. Dann haben wir Maulbeer, beziehungsweise Maulbeerblätter. Gehe ich mal von aus, wird das wahrscheinlich am ehesten sein. Dann haben wir den Kräutermix. Dann haben wir, was auch schon von Denerle zum Beispiel bekannt ist, Snowflakes. Das sind, soweit ich weiß, Soja-Geschichten. Ja, Sojakleie 100%. Ich schätze mal drauf für ganz doofe. Kräutermix 2, der ist zusätzlich mit Minze. Mit Minze habe ich die Erfahrung gemacht, springen die Garnelen eher drauf an, beziehungsweise finden es schneller. Dann, was ich noch nie probiert habe, auch im puren Platzzustand, ist Löwenzahn. Soll auch sehr gut ankommen. Dann haben wir ein größeres Paket von den Shrimp Snacks, und zwar ist das 4 in 1. Kräutermix, Frucht, Löwenzahn, Maulbeer, Minze, also da ist praktisch von allem ein bisschen was drin. Also nicht gemischte Tabletten, doch, also gemischte Tabletten, aber nicht in sich, sondern halt verschiedene Tabs in einem Pack. Das. Dann, was ganz neu ist, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, da hat Carsten extra ein bisschen gewartet mit dem Paket, bevor er es losschickt. Was es noch zusätzlich als Schwimmsnacks gibt, sind die Lollis. Das sind praktisch Holzstäbe, die überzogen sind mit Nahrung für die Garnelen. Da gibt es auch verschiedene Sorten. Die sehen dann, Moment, so aus, wenn die Kamera möchte. Ja. So sehen die aus. Dann mal, dass man es von der Rückseite sieht. Da gibt es praktisch dann auch verschiedene Sorten. Da gibt es 4 in 1 Power Steel. Da ist Walnuss, Alga, Artemia, Moringa im Paket drin. Also für jeweils 2 Stäbe. Und dann halt die einzelnen Pakete. Dann haben wir praktisch Artemia, Walnuss, Moringa und Algen. Gibt es auch schon von, also gab es auch, glaube ich, von Glaskarten früher schon mal. Ich glaube, das ist eine Neuauflage, außer ich werde ja jetzt ganz verquer. Gibt es auch von Naturholic. Ähnlich. Dann haben wir hier die ganz großen Sachen. Fangen wir mal damit an. Das ist eine große Dose Bacta AE. Bacta AE, das ist ein Futterzusatz, der ist für einen aktiven Biofilm. Gerade interessant Thema Nachwuchs, da die ja hauptsächlich in ihrer Kleinphase die ersten 2-3 Wochen von dem Mikrofilm, der auf den Objekten im Aquarium anwächst, abweiden. Das fördert das Ganze praktisch, beziehungsweise sind Bakterien in einem, wie in einem Ruhestadium, die bei Wasserkontakt dann aufgeweckt werden, sagen wir es mal so. Dann haben wir, das benutze ich ehrlich gesagt sogar auch schon, Shrimp Baby. Das ist ein Feingranulat mit allen wichtigen Kohlenstoffen, Mineralien, Proteinen, was die Babys für einen erfolgreichen Aufwuchs bzw. Wuchs brauchen. Und dann haben wir noch, gucken wir, warum es halt, dass man es auch sieht. So, das ist das normale Shrimp Dinner für Erwachsenengarnelen. Da gibt es praktisch einmal die Petform und einmal die Granform. Das werde ich dann auch nochmal testen, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht benutzt. Ja, dann ist das leer. Das, was jetzt vielleicht noch auffällt, was fehlt, ist Beta-Glucan.
Kommt zukünftig noch, sage ich mal so. Das wird anscheinend aktuell noch überarbeitet. Ich habe aber schon gehabt, mal, da ist noch, könnten wir es, ups. Also könnte ich theoretisch auch dazu erwähnen, ist halt die Frage, ob man irgendwann nochmal die Neuanfassung ein bisschen Vergleich macht. Ja, wie gesagt, das Ganze soll nicht in Werbung auswuchern. Ich denke mal, ihr kennt mich mittlerweile ein bisschen. Ich nehme da eigentlich kein Blatt vom Mund, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Beispielthema, die Denon Pleco Tabs, die mittlerweile sinkfähig sind. Das war damals sehr bescheiden, mittlerweile funktioniert. Ich werde das ab und zu, wie gesagt, in Vlogs mit einschneiden oder halt die Produkte verwenden in Videos, wenn ich so spezifisch mache. Aufzucht von Garnelenbabys, was kann ich zur Wuchsförderung tun, was kann ich dafür tun, dass ich weniger Ausfallerscheinungen habe. Ich werde mich da jetzt nicht hinstellen und ein Video machen, wo dann oben steht, was weiß ich, Glasgarten Shrimp Dinner ist super. Nein, natürlich nicht. Ich werde das mit einschneiden. Ich habe mich für die Produkte bewusst entschieden, weil ich davon überzeugt bin, was drin ist und dass auch dementsprechend die Erfahrung von den Logomans dahinter steckt. Ich meine, die sind auch mittlerweile, ich glaube, 15 Jahre, ich will jetzt nichts Falsches sagen, knapp 15 Jahre im Geschäft, was so die Garnelen-Szene angeht. Also sollte man schon glauben, dass sie eine Ahnung haben. Ja, werde das zukünftig hier und da mal mit erwähnen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank ans Garnelenhaus für das zur Verfügung stellen der Sachen. Ich sag mal, ist ja auch ein ordentlicher Geldwert. Das muss man schon so sagen, wie es ist. Hätte ich mir jetzt persönlich nicht auf einen Schlag so gekauft, sondern vielleicht nach und nach. Deswegen ist es ganz schön, das Ganze jetzt mal als komplettes Futtersystem zu testen. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass es wirklich zusammen verwendet wird, um den Garnelen möglichst große Bandbreite an Stoffen, Nahrungsstoffen, Mineralien, Ähnlichem zu geben. Ja, würde ich sagen, seid auch mal gespannt auf das Rescape Rebuild Video. Da werde ich mir auch noch ein bisschen was zusammenschustern. Ja. Hoffe, das Video hat euch wie immer sehr gefallen. Gerne Daumen nach oben. Ansonsten gerne ein Abo dalassen, wenn ihr regelmäßig Videos in der Form sehen wollt. Und ansonsten, Leute, hoffe ich, wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.